Hallo und herzlich willkommen zu einer weiteren Folge Animations Throwdown mit mir im gleich wieder Daily Shop News Time und Combo Masteries. So, wir schauen jetzt einfach mal hier rein, erstmal in die Kommentare. So, da haben wir gleich zwei Kommentare von Safid Sunshine. Nice, gestern Double Fused Pantry Guns und Quad Bänder gezogen. Wie findest du Bänder und Pantry Guns so? Also Bender ist mega geil, den spiele ich ja auch sehr, sehr gerne und habe den auch teilweise Quad-Fused, was heißt teilweise, also habe den mehrfach Quad-Fused in meinem ersten Deck oder in meinem zweiten, weiß ich nicht mehr. Also auf jeden Fall mega, mega geil und Pantry Guns ist auch eine nice Karte. Also nice Waffenkarte. Gucken wir uns aber gleich mal dann am Ende des Videos zusammen an. Also auf jeden Fall Congrats dafür. Nicer Pull. So, dann gucken wir mal hier. Maxi Martin, geiles Video. Mach weiter so. Danke! Mache ich gerne. So, dann haben wir Old Man Snyder. Habe heute Rogers Kleiderschrank gezogen. Ins Deck oder nicht? Bin noch nicht so. Absolut. Also Rogers Kleiderschrank. Jetzt momentan sowieso beim Kostüm. BGE. Das Ding ist nice. Und da schauen wir auch dann gleich nochmal rein. Kommt natürlich drauf an, was du für Charakterkarten hast. Aber am Ende des Videos gucken wir mal in den Rogers Kleiderschrank rein. Und dann kannst du, dann zeige ich dir, was da am besten ist mit momentan. Also gerade mit Rogers Kleiderschrank. Gibt es momentan zwei mega geile, also ich meine, es gibt sowieso hammergeile Kombos, aber es gibt sogar zwei Kombos dann auch, die beide BGEs momentan ausnutzen, also Addicted und Kostüm, auch wenn Addicted jetzt bald rum ist. Okay, also jetzt gucken wir mal rein in, erstmal hier, was haben wir da so? Oh! Oh, Dr. Seidberg. Aber bringt mir jetzt alles nichts, weil da will ich jetzt eigentlich nicht meine ganzen Gems für rausballern. Ich hab den ja sowieso schon fast. Naja, was heißt fast? Ist schon noch ein bisschen hin, aber das tut, ja, na gut, okay, also Dr. Seidberg, da wäre er jetzt momentan Mamas alter Schatulle, aber ich will das nicht, ich mag das nicht, naja. Ja, dann gehen wir mal in den Shop rein und was haben wir da momentan noch nach wie vor? Die Mythic Box, Hottis Bill, The Borax Kids, Damit, Gruselmaske und Luan Platter. Ja, wobei, wie gesagt, Luan Platter bin ich jetzt kein Fan von. Alle anderen Karten sind geil. Das Problem ist, es gibt halt nur vier Legis und eine Mythic und eine davon ist Luan Platter. Also, ja, nicht wirklich so mein Ding. Dann haben wir die Kawaii-Box mit Dr. Bobenstein, Shrimpy Shrimps, Boris Kid, Roger Sexy Shorts und dann kommt hier wieder das. Also, brauche ich, glaube ich, nichts mehr dazu zu sagen. Habe ich schon 100 Mal gemacht. Dann haben wir Cupid Mustache Box. Dann haben wir Honigbart Stewie, Equestronaut Kostüm, Doing, Buch der Zaubersprüche, Chris Griffin und Bobby. Das sieht schon viel schöner aus. Da hinten sind die Charakterkarten Chris Griffin und Bobby. Die sind richtig, richtig geil. Also, und dann natürlich die Kostümkarten sind auch richtig nice. Auf jeden Fall eine geile Box. Definitiv die bessere Wahl gerade. So, vor allem, wenn ihr schon ein bisschen mit dabei seid, dann habt ihr wahrscheinlich aus der Cupid Mustache Box schon irgendwelche Verkleidungskarten und die könnt ihr dann auch fusen oder Quad fusen. So, dann geht's rein. Dann sind wir schon so weit. Kawaii. Ja, und hier gleich eine der ersten Knaller-Kombos, allerdings für 500 Gems. Ja, der Laserwaffen-Stewie oder Lasergun-Stewie.
Und das Ding ist halt mit einer der stärksten Kombos, die es beim Stewie gibt, muss man so sagen. Also gut, inzwischen sind ja schon einige mit hinzugekommen, aber seit Anbeginn der Zeit, seitdem es den Stewie gibt, ist das so ziemlich die beste Combo, die es mit dem Stewie gibt. Und die gibt es jetzt halt für 500 Gems, bedeutet also, die ganzen Whales, die hier so am Start sind, werden wahrscheinlich hier zuschlagen. Da unten ist auch schon die Pantry Guns, die können wir uns dann gleich mal offen lassen. Ist aber auch die einzige Lecce-Kombo, so wie ich das sehe. Die hier mit dem. Ist die einzige Lecce-Kombo. Okay. Ja gut, ich kann es im Moment nicht so beurteilen, weil den Stewie habe ich nicht. Pantry Guns. Tatsächlich die einzige Waffenkarte, mit der diese Combo geht. Das gibt dem Ganzen natürlich einen faden Beigeschmack. Ja. Es ist relativ unwahrscheinlich, dass jemand ja gut, es kommt drauf an. Wir gucken uns später mal die Pantry Guns an. Also auf jeden Fall Laserwaffen-Stewie. Also die Wahrscheinlichkeit ist nicht so, dass jemand einen Stewie hat und dann ausgerechnet noch die Pantry Guns mit im Deck. Aber auch für diejenigen, die noch nicht so weit sind. Ne? Also jetzt hier mit dem Rifle beispielsweise. Ne? Schaut euch das an. Also selbst da macht das Ding Sinn. 15-fach Punch. Ich meine, 20-fach Mauer durchstoßen, dann hast du noch 17-fach Gas. Also wenn ihr, aber 500 Gems ist einfach zu viel. Also gerade für die Leute, die noch relativ am Anfang sind, ihr müsstet eher zusehen, dass ihr legendäre Karten zusammenbekommt überhaupt. Das heißt also, wenn dann immer 800 Gems in die Boxen reinballern, damit Legis zusammenkommen, als jetzt 500 Gems in eine Combo reinzuballern, die euch dann herzlich wenig bringt im Vergleich dazu. Habt ihr eine Combo mit einem Krönchen und der Rest eures Decks ist relativ schwach dann. Also, also, schwierig, schwierig, was jetzt den Laserwaffen-Stewie anbelangt. Okay. Dann. Better Up Bobby. Gucken wir uns den mal an. Und der Better Up Bobby ist das hier. Und da gibt es halt auch nur ein. Wobei hier die Blurns Ball, die habe ich halt teilweise mehrfach Quad-Fused, ne? Und der Better Up Bobby ist auf jeden Fall eine Karte, die auch etwas schwerer zu knacken ist mit relativ viel Mauer. Jetzt okay, hier natürlich noch nicht. Die müsste man dann schon auch mal maxen. Und dann seht ihr mal 21er Mauer. Ja, gibt es auch bei anderen Karten inzwischen. Also 500 Gems würde ich nicht für ausgeben wollen. So. Was haben wir denn noch? Jetzt haben wir Benders Weapons. Haben wir vorhin von Bender gesprochen. Bender ist geil. Den gucken wir uns dann auch nochmal an. Benders Weapons ist okay. Ja. Also hier hast du mit Doomsday Device, Bazunga, Bazooka, Deers with Guns, Cork Gun, Cat Launcher, Big Ass Gun, Katana, Trisha, Takana. Das sind schon relativ viele Kombo-Möglichkeiten, die man da hat. Raus kommt halt leider eine Bombe, wenn du so willst. Und halt, ja, bedingt Schild für alle. Ich spiele die sehr, 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 sehr selten. Hängt einfach damit zusammen, dass es mit diesen Waffenkarten hier sehr viele andere Kombos gibt, die deutlich effektiver sind, ja, und mit dem Bender ebenso. Bedeutet also, Benders Weapons ist eigentlich
weder bei der Waffenkarte die beste Wahl, noch beim Bänder die beste Wahl. Und meistens kannst du eben was anderes draus machen. Zum einen entweder aus der Waffenkarte mit irgendeinem anderen Charakter oder eben aus dem Bänder mit irgendeiner anderen zusätzlichen Kombokarte, ja. Deswegen werde ich jetzt keine 1000 Steine für ausgeben, obwohl ich die relativ häufig spielen könnte, aber es nicht tue. Ja. Ich meine, was die Bomben anbelangt, da habe ich halt ganz andere Kombos, die richtig knallen. Deswegen bleiben da die 1000 Steine bei mir in der Tasche, auf dem Konto, und die kommen hier nicht rein. So, dann haben wir als allerletztes. Ja, das ist natürlich eine Kombo, die braucht wieder kein Mensch. Da haben wir den Mord, das Dinner-Theater. Auch wieder mit Pantry Guns hier. Und mit der Fahrt School for the Gifted. Und mit Red Shirt, Blue Shirt. Und mit dem Long Stick with Sharp Rock. Und mit Gingerbread Guns. Und mit Nibbler und. Weil das hier ist eine Musikkarte. Hier haben wir Waffen. Da haben wir Waffen. Da haben wir wieder Musik. Hier haben wir wieder Musik. Hier haben wir wieder Waffen. Waffen und Musik und es kommt raus eine Musikkarte. Congregate, warum nur Musik, wenn es die ganze Zeit mit Waffen und Musik gemacht werden kann? Warum ist es nur eine Musikkombo? Also es ist schon eh eine Schrottkombo, ja. Also stark ist die nicht. Kommt ja noch mit hinzu, weil hier der Mord sowieso nur entkommen ist, ja. Er macht doch wenigstens da noch die Waffe mit drauf. Na. Damit sie es für diejenigen, die halt tatsächlich noch am Anfang sind, noch ein, naja, dass sie die wenigstens an zwei Stellen einsetzen könnten, rein theoretisch. Meine, wir haben jetzt weder Musik noch Waffen, aber. Ja. Egal. Ist eine Schrott-Kombo, braucht kein Mensch. Ist jetzt einfach nur mal so, wenn ich sehe, dass da Waffen und Musik. Irgendwann kommt der Mord bestimmt auch noch in legendären Versionen. Ich glaube nicht, dass sie daraus eine Mythic machen. Wenn sie daraus eine Mythic machen, dann verstehe ich die Welt nicht mehr. Und dann sollte diese Combo zumindest mal beides haben und nicht nur das eine. Ja, also wenn es euch gefallen. So, nee, ja. Stopp, 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 stopp. Zurück zu den Kommentaren. Zurück zu den Kommentaren. Also, wir haben Pantry Guns und Bänder und wir haben Rogers Kleiderschrank als Thema. Pantry Guns und Bänder, Rogers Kleiderschrank. Pantry Guns und Bänder, Rogers Kleiderschrank. Fangen wir mal an mit dem Bänder. So, gehen wir hier mal raus. Gehen wir da rein in den Bänder. Dann gucken wir uns den Bänder mal an. Combo Recipe Cards. Da unten haben wir den Bänder. So, Bänder. Disco Bänder ist relativ nice momentan als Karte für das Kostüm BGE. Hier haben wir Hottie Salon. Shrimpy Shrimps. Shrimp Dress, Funny Convention, Borax Kit, also gibt es extrem, also da kommen noch viel mehr Kombo-Möglichkeiten. Der hat jetzt auch eine Bombe, eine Mauer und Schild, Kleptobänder. Hier mit Hijack, Mauer und Schild für alle. Ja, mit Drogenkarten. Er ist relativ gut. Dann haben wir hier den Baked Evil Monkey zum Beispiel, als Kombo-Möglichkeit. Ne? Gingerbread Guns. Assassin Bänder. Sie da tatsächlich immer noch kein Bild für haben. Assassin Bänder ist mega nice. Also hier Cat with Guns beispielsweise. Mit Craze, mit Leech und mit Bombe. Das ist halt eine mega geile Kombo. Assassin Bänder ist echt stark. Spiele ich gerne. Wenn ich den zur Wahl habe. Hier Bender's Ducklings ist auch ganz gut. Ja. Mit Animal-Karten. Dann kommt natürlich auch eine geile Kombo. Das ist der Sewer Surfer Bender mit Mauer und Gas und davon relativ viel.
Das bedeutet also, so eine Karte kann dann schon richtig wehtun. Hier Bending, School Grad, eine meiner Lieblingskombos. Also mit Hijack, mit Mauer und mit Craze. Und mit so einer Karte hier machst du halt auch echt viele andere kaputt. Also gerade wenn eine starke, also wenn eine Combo gespielt wird mit viel Craze und du hast hier Bending, School Grad zur Wahl, du hast Hijack, Mauer und nochmal selber Craze. Das heißt, du ziehst erstmal dem anderen die Leben runter und dann greifst du selbst an. Geht's rüber zur Attacke und das ist bei Bending School Grad richtig geil. Dann haben wir den Jose Servo, auch eine mega geile Combo mit Punch und mit Leech, das heißt, die heilt sich dann wieder selbst. Dann haben wir Chest Etching, Benders, Clowns ist auch ganz nice mit Cripple All, Mauer und Bombe. Benders Weapons, hier haben wir Rod Rodriguez to Real mit Musikkarten, ja, mit Punch. Das ist eine Karte, die spiele ich ganz gerne mal hinten, wenn vorne vielleicht, also so in einen hinteren Slot rein, wo keine gegnerische Karte sitzt, also damit ich einfach nach vorne, nach links rein punchen kann mit der. Hier haben wir Time for Hard Liquor. Ich auch lange Zeit sehr gerne gespielt mit Cripple All, Craze und Motivieren. Ist jetzt momentan nicht mehr so meine erste Wahl, aber ist immer noch nach wie vor sehr stark. Dann haben wir Slaying Tonight, finde ich jetzt nicht so gut. Gender Bender finde ich auch nicht so gut. Karate Bender finde ich auch nicht so toll. Jetzt kommt mehr A-Bender, Swazinarium, Orphinarium. Ist auch nicht so der Brüller. Der Agent Bender, ja. Hier kommt nochmal Robot House, hat relativ viel Punch, wenn du so Quad Fused hast. Mit der Middle School auch eine Karte, die ich lieber nach hinten setze. Zum einen crippelt die dann nochmal irgendeine Karte vorne und haut auch nochmal rein. Dann haben wir hier Bender in Is Great 34 mit Gamer-Karten, aber da haben wir ja momentan nichts großartig. Benderbräu, auch eine Karte, wo ich sogar mir ein Krönchen für geholt habe. Also Combo Recipe, weil heilen. Also erstens die Pawtucket Patriot Ale ist eine Karte, die ich relativ gerne im Deck habe. Den Bender ja ebenfalls auch und dann heilt er. Dann Baby Bender mit Cripple All und mit einer Mauer. Waschbrett Bender hatten wir ja jetzt erst gehabt, hat relativ viel Mauer und einmal mit Cheers. Zinc Saucier ist jetzt nicht wirklich toll. Der Super King ist halt momentan bei dem Kostüm BGE ganz nice mit Schild für alle und mit einer Mauer. Und dann haben wir hier noch den Magga-Bender mit dem Rogers Kleiderschrank. Den spiele ich momentan auch sehr gerne. Also da sind wir auch schon bei Rogers Kleiderschrank angelangt. Hat eine Mauer und Leech. Das heißt also, ist eine Karte, die ich einfach mal. Also momentan, sonst spiele ich die nicht. Die spiele ich jetzt momentan wirklich nur wegen dem Kostüm BGE. Ja gut, manchmal spiele ich die auch so, aber in der Regel spiele ich die beim Kostüm BGE. Halt wegen der Mauer und wegen dem Leech. Das bedeutet also, du hast erstens kommt der Gegner sowieso nicht so stark durch und dann heilt sich die Karte mit 21 Leben wieder. Hat dann doch relativ viel Angriff, wenn man das ganze Ding hier mal maxt. Und ist deswegen ein absoluter Tank. Ja, das ist für mich eine coole Verteidigungskarte. Dann haben wir hier Jacked Bender, kannte ich so, habe ich auch noch die Manitoba-Zigaretten. Dann haben wir Slurm. Die 174 Cans of Slurm ist halt auch nicht so. Bender in Love, ja. Ist eigentlich gar nicht mal so schlecht, Bender in Love, aber ist halt mit einer Flugkarte. Dann haben wir hier den Vitruvian mit Kunstkarten, den Modest Painting. Geht. Art Thief Bender ist schon ein bisschen besser. Und dann haben wir hier hinten noch das Ware Car. Auch wieder mit Leech und mit Craze. Aber. Macht bitte das da nicht. Also kein Golfball Escape in euer Deck rein. Also nicht wegen einer Combo, das lohnt sich nicht. Und da unten haben wir noch den Wireless Audio Transmitter, eine Gaming-Karte mit Center Bender. Damit waren wir mit dem Bender schon mal durch. Also Bender auf jeden Fall richtig nice. Dann gehen wir mal auf den Kleiderschrank, Rogers Kleiderschrank, und schauen uns den mal kurz an. Da kommen halt jetzt schon ganz andere Kombos bei raus. Gut, jetzt mit dem Chris, Kondom Chris mit viel Schild ist jetzt nicht so der Bringer. Baby Duck Stewie mit Cripple All, relativ viel Cripple All und mit Motivieren.
Ist, sieht bescheuert aus, ist aber ganz effektiv, sage ich mal. Dann haben wir hier den mit dem Quagmire eine Combo, die aus einem Quagmire halt wirklich Schrott macht. Und so sieht die Karte aus und so sind auch die Effekte, die sind nämlich einfach nicht mehr da. Dann haben wir Easter Bunny Peter, den spiele ich ganz gerne mal momentan beim Kostüm BGE. Einfach nur, weil er halt eine Mauer hat und weil er relativ viele Leben hinzubekommt und weil es halt ein, ja, halt passend zum BGE ist. Sexy Cat, Leech und Gas ist stark aktuell mit dem Kleiderschrank, definitiv. Cinderella Lois, Schrott. Peanut Butter Jelly, Schrott. Mommy, Schrott. Cleaning Ranch, Schrott. Hat jetzt einmal Cripple. Also wegen einem Cripple brauche ich mir die Karte nicht zu setzen. Also das ist wirklich Käse, ja. Dann haben wir hier Masked Hero. Der ist schon besser mit Mauer und Punch und eben Schild. Dann Bondage Klaus mit einer Bombe ist auch wieder, ja. Nur eine Bombe. Hier die Space Queen ist schon wieder stärker. Dann haben wir mit Revanche und mit Craze und mit Schild. Für die Haley halt, ne? Sexy Coward Lion. Weil seit früher habe ich immer richtig Schiss vor dem gehabt. Ich war, kann, jedes Mal, wenn der gespielt wurde, hatte ich mein Match verloren. Also inzwischen finde ich den langweilig. Secret Asian Man mit 22-fach Cripple hier und 15-fach Motivieren. Watcher in Disguise, auch wieder so eine Karte, die man mal momentan spielen kann, einfach nur als Tank. Black and Orange Paint Party, Burger Mascot, auch eine Karte, die momentan mit dem Eugene Belcher ganz gut ist. Du hast einmal Cripple All, dann hast du Motivieren und eine Mauer, auch ein guter Tank. Dann halt eine sehr geile Karte, die ich sehr häufig spiele, aktuell auch Burger Wars, die Bürgerkriege mit Bob. Dann hast du hier 21-fach Revanche, 15-fach Punch und mit jeder Combo kriegt er 33 Leben mit drauf, ne, in dem Fall. 24, 65, die ist schon stark. Luis mit den Scherenhänden. Ja, das hier ist halt eine der stärksten Combos. Generell, aktuell beim Kostüm BGE halt der absolute Horror. Wenn die gespielt wird, dann machst du halt echt nichts mehr dagegen. Habe ich jetzt ein paar Mal auch im Rumble gehabt, kommt ein Devil Hank, hast da echt ein Problem, ja. Und wenn der auf 1 sitzt, was willst du dagegen tun? Du hast hier Punch, du hast Leech, du hast Gas, das scheiß Ding heilt sich selbst, ja. Haut rein und zieht dir noch mit dem Gas dann alles runter und da noch zwei Krönchen drauf oder sowas, alter Vater, dann hast du da einen Monster sitzen. Damit machst du halt alles kaputt, ja. Das ist wirklich übel. Also der Devil Hank, eine der stärksten Kombos, die es momentan gibt im ganzen Spiel. Dann haben wir Lobbyist Dale, dann haben wir Togabill. Togabill auch eine relativ nice Karte. Da haben wir jetzt wieder die Bombe und da haben wir Cripple All noch mit hinzu. Also aktuell sehr stark. Armadillo Boomhauer bin ich jetzt. Und dann kommt die nächste Hammer-Kombo. Halt auch eine der stärksten. Also Devil Bobby und Devil Hank sind halt echt absolute Monster. Und jetzt momentan beim Kostüm BGE sowieso. Hier Devil Bobby mit Revanche, mit Leech und mit Craze. Und das Ding kriegst du ganz schwer klein. Also da brauchst du dann schon entweder viel, 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 viel Glück. Oder du brauchst Hijack. Ja, und davon auch relativ viel, um den wieder klein zu bekommen. So, wie zum Beispiel mit der Bending School Brat. Könntest du einen kleinen kriegen, unter Umständen. Aber dann darf er noch nicht in Fahrt gekommen sein. So, dann haben wir hier Devil Luan, Maga Bender, hatten wir ja vorhin schon gehabt. Dann haben wir hier unten den Summer Guy. Und der Summer Guy ist im Moment auch übelst. Also ich habe eigentlich jedes Match, wenn der Summer Guy gespielt wurde, in der Regel jetzt aktuell jedes Match verloren. Also wenn der gespielt wurde, war eigentlich bei mir Feierabend. Da die Mauer, das Gas, was richtig krass ist. Und dann hat er noch den Burger, der kommt eigentlich dann gar nicht mehr großartig zum Tragen. Das Ding ist auch über. Und oh, dann kommt natürlich noch eine geile Karte, die ich selbst sehr gerne spiele. Aktuell das Clobberella. Ja, und Clobberella
mit Motivieren und mit Grace haut aktuell halt auch richtig rein, ne? Dann hast du hier halt, und vor allem, die hat ja nicht nur Kostüm, sondern die hat auch aktuell noch dieses Drogending da. Dann Delivery, dann haben wir hier den Captain Yesterday, auch der aktuell, also nur jetzt momentan, nur weil es jetzt Kostüm BGE ist und Drogen, hat er beide Effekte drauf, selbst der. Wenn ich den einfach nur vorne auf die 1 gesetzt habe, habe ich meinen Rumble-Match mit einer glatten 100 abgeschlossen. Da passiert gar nichts mehr. Der wird stärker und er hat beide Effekte drauf und das ist ein absolutes Mo momentan. Ich sag's nur momentan, ein absolutes Monster. Female Hermes mit Durchstoßen der Mauer, mit Punch und mit Cripple. Mit einem Hermes Conrad. Wahrscheinlich die stärkste Combo mit dem Hermes Conrad. Alles andere ist ja echt Schrott. So. Damit wären wir mit Rogers Kleiderschrank dann durch. Dann war noch eine Frage gewesen. Was war denn die letzte Frage gewesen? Pantry Guns. Pantry Guns. Gucken wir uns doch schnell die Pantry Guns zusammen an, wer es möchte. Pantry Guns ist das hier. Und dann haben wir Laser Guns Dewey, ist hier oben wirklich, also ist mega geil. Ne? Brauchen wir nicht mehr drüber reden. Gun Safety Peter mit der Mag, Zip Zapper Mag. Dann haben wir hier Rambo Lois mit, wo ist es denn da? Ja, mit Lois Griffin mit Punch. Hier Paddlin' Peggy, wenn du noch relativ am Anfang bist. Peggy, Pantry Guns, Paddling Peggy, immer eine gute Wahl. Also du hast Punch und du hast Grace, dann hast du Water Gun Steve, Legman, selbst der hier, der Teddy, auch für Leute, die noch relativ weit am Anfang sind, Pantry Guns und der Teddy, der olympische Hammerwerfer und der, wie ihr seht, ist auch geil. Oder hier mit einer Linda, wenn einer noch relativ weit am Anfang ist. Linda, Laser Razor, der Laserrasierer, den habe ich früher auch sehr gerne gespielt. Jetzt hier in dieser legendären Version auch da noch der Laser Razor. Oder hier viel besser, das 300 $ Messer. Ne? Mit dem Bob, den kannst du dir ja zusammenfarmen. 300 $ Messer immer effektiv, spiele ich sogar heute noch. Hier dann halt in der Mythic Version. Ist, also. Richtig geil. Dann haben wir hier Luis und Sua of Revenge. Finde ich jetzt nicht ganz so toll, das, was da unten jetzt kommt. Gut, der Sharpshooter Bobby ist nochmal ganz nice mit Bobby. Dann NRA, auch für die Anfänger. Professor Farnsworth, NRA-Member. Geil. Oder eben später für die Leute, die ihn dann halt in der Mythic-Version haben. NRA-Member. Auch hier Punch, Bombe und Gas. Dann haben wir hier den Clawplash, ist auch nice. Den Pinguin-Konservator, um mal von der Seite rein zu punchen. Und da unten Chest Harpoon ist Schrott. So, wenn es euch gefallen hat und weitergeholfen hat, das Video, dann lasst doch mal einen Daumen nach oben da. Würde ich mich riesig drüber freuen. Abonniert den Kanal, falls ihr es noch nicht getan haben solltet. Ja, Leute, die Glocke, um über neue Videos informiert zu werden. Und schaltet das nächste Mal wieder ein, wenn es wieder heißt Animations Rodan, mit mir gleich. Haut rein, macht's gut, bis dann und tschüss.